Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir grüßen heute vom 90er 2000er Ewig Jung Festival in Steinbach. Und heute dreht sich alles um die lieben Erinnerungen. Und da speziell an das erste Mal. Ich bin wirklich sehr gespannt, welche Erinnerungen man mit dem ersten Mal verknüpft. Ob es gut oder ob es schlecht war und vor allem, wann das war. All das werden wir heute herausfinden. Ich freue mich sehr auf den Tag, wünsche euch ganz viel Spaß bei dem Video. Wir legen jetzt los, auf geht's. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 28. 28? Okay, dann 90er, 2000er, schon so dein Ding oder ja, weniger? Ja, auf jeden Fall. Also auch von meinen Eltern mitgegeben, das lief immer. Okay, wir sprechen heute über die Erinnerung und ganz speziell über das erste Mal. Nein. Wir wollen heute wissen, wann hatten die Leute ihr erstes Mal? Ah ja, okay. So, erzähl mal. Das war jetzt eigentlich nicht so super toll. Ja, okay. Aber wie alt warst du? Oh, das war schon relativ spät, ich glaube 17. 16. 16. Ja. Würdest du sagen, dass das in Ordnung war vom Alter her? Nein. Nicht? War zu früh? Ja. Wie alt die Leute bei ihrem ersten Mal waren? Oh. Oh. Gar nicht mehr erinnern. Okay. Na gut, okay, komm. Aber würdest du im Nachhinein jetzt sagen, schon okay gewesen vom Alter? Es war okay, ja. Mit dem bist du heute nicht mehr zusammen? Nein. Nein? Das klingt, als wenn das nicht gut auseinandergegangen ist. Nee, also das war eigentlich nur so ein guter Freund und ich wollte es einfach so hinter mich haben. Ja, hast du deinen Kindern dann auch gesagt, ja Mensch, mit 16 ist ein bisschen früh, lasst euch Zeit. Ja. Aufklärung war da. Ja. Wir wollen heute auch über das erste Mal sprechen. Ja, wie alt warst du da? 18. 18, okay. Die Dame, die wir gerade interviewt haben, die war 16. Oh. Weil würdest du sagen, 16 ist zu früh? Kommt drauf an, ne? Okay, aber war es für dich mit 18 in Ordnung? Ja. Ja, ja, es war okay. Mensch, was das Outfit technisch seid ihr hier, glaube ich, falsch unterwegs, oder? Ja, wir kommen von Tomorrowland. Ehrlich? Okay, direkt aus dem Tomorrowland hier zum Ewig Jung Festival. Auch nicht schlecht. Du bist ja Single, nicht mehr mit dem zusammen. Ja. Ist es daran gescheitert? Wir waren nie zusammen. Ah. Ja. Hat leider nicht funktioniert. Ah ja, okay. Ja. Aber ich hoffe, er hat dir nicht das Herz gebrochen. So ein Arschloch. Mann, Mann, Mann. Okay, gut. Vielleicht findest du ja hier heute Abend jemand Neues. Vielleicht. Fühlt ihr euch overdressed? Ein bisschen. Ein bisschen. Aber ich finde, ihr könnt es tragen. Danke, danke. Frisurtechnisch habt ihr euch abgesprochen, ne? Ja, absolut. Mach mal immer. Mega. Als beste Freundin müssen wir die gleiche Frisur tragen. Und wir gehen heute so ein bisschen auf das erste Mal. Das verbindet man ja auch mit den Erinnerungen. Und wir wollen wissen, wie alt wart ihr da? Oh Gott. 17? Ich weiß 17. Nicht. Okay, und du? 18. Als beste Freundin. Wie lange seid ihr schon befreundet? Oh, 20 Jahre. 20 Jahre. Da teilt man 22. Da teilt man bestimmt jedes Geheimnis, oder? Ja, absolut. Ihr wisst alles voneinander. Aber mit ja, ich denke schon. Warum seid ihr Single? Warum habt ihr keinen Mann? Ja, ich meine, solche attraktiven Frauen. Das ist die falsche Frage. Das sind die falsche Frage. Ja. Ja. Also. Die richtige wäre? Ja. Ja. Warum gibt es keine gescheiten? Vielleicht seid ihr zu viel auf dem Festival unterwegs. Nein. Wenn ihr auf Tomorrowland. Möglich. Na gut, wir wollen wissen, wie alt waren die Leute? Oh. Bei ihrem ersten Mal. Muss man das sagen, ja? Muss man sagen, ja, ja, klar. Oh, raus, komm. Oh. Also ich war 15. 15? Oh, Highscore, du bist die Jüngste heute Abend bisher. Oh. Eieiei. Na gut, kannst du das toppen? Ja. Ja? Ja. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? 40. Nein. Doch. Also ist genau mein Ding. Hör auf, du bist doch keine 40. Doch, bin ich. Hör doch auf zu erzählen. Kurz zusammenfassend, ja? Im Nachhinein, ja, trotzdem okay gewesen. Okay, ja. Okay. Mit okay aber kann man arbeiten. Mein jetzigen Mann, der Wahnsinn. Bitte? Ja, 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 mein Mann, der ist der Wahnsinn. Dein Mann ist der Wahnsinn. Also damals das erste Mal war nichts, aber jetzt ist der Wahnsinn. Achso, du bist verheiratet, hast einen Mann? Ja. Ja. Und drei Kinder. Und drei. 40 Jahre, drei Kinder und dann können sich viele Frauen was von abschneiden. Nicht schlecht. Wann die Leute ihr erstes Mal hatten, wie alt sie da waren? 13. 13? Ja. Okay, das ist Highscore heute. Zur Erinnerung aus den 90ern und 2000er gehört natürlich auch das erste Mal. Ja. Wir wollen nämlich wissen, wann hatten die Leute ihr erstes Mal? Wie alt waren sie da? 17. Wie würdest du so da im Nachhinein das erste Mal bewerten? Von 1 total Mist bis 10? Mega. 6 ist sehr überraschend. 6?
Überraschen? Ja. Was war denn überraschend? Es war nicht geplant. Ach so. Also von mir zumindest nicht. Warst du betrunken? Nein. Okay. Mit 13 wäre auch schwer geworden. Würdest du im Nachhinein sagen, war in Ordnung? War in Ordnung, aber meinen Kindern sage ich noch, die sollen natürlich warten, bis der Richtige kommt. Natürlich. Ne? Also wie alt sind deine Kinder? 15, 9 und 5. 15, oh, dann kommen wir ja langsam in das kritische Alter, ne? Ja, ja. Schon Aufklärung zu Hause betrieben? Ja, na klar. Natürlich. Die Mama ist ja ganz locker und deswegen wird darüber gesprochen. Mega. Ja? Ey, deine Kinder können sich wirklich schätzen, so eine Mama zu haben. Dankeschön. Jetzt aber deinen besten Kumpel auch noch, oder? Ja, okay. Den müssen wir auch noch mal fragen. Bitte. Wie Marius. Heißt der? Warte. Wie heißt der? Marius. Ja. Hat Marius eine Freundin? Nein. Nein? Nein. Okay. Warum ist aus dir und Marius nicht mehr geworden? Okay. Ich zufrieden. Du zufrieden? Ja. Ordentlich getrunken heute auch schon? Ja, natürlich. Ja, natürlich. Wie viele Bier? Zwei. Zwei? Mit Wodka. Mit Wodka? Bier mit Wodka? Ja, genau. Ah ja, okay. Komm mal her. So, pass auf. Pass auf. Ich will jetzt wissen, warum aus euch beiden bisher nicht mehr geworden ist. Warum seid ihr nur gute Freunde? Weil es eine schwierige Situation ist bislang. Schwierige Situation. Ja. Kann ich helfen? Wahrscheinlich nicht. Ja, komm her. Komm her. Dreh dich einmal um. Mega. Super gemacht, ehrlich. Ja, also, wie hat es sich so angefühlt, wenn mal bei dir jemand auch hinten rum so ein bisschen rumfummelt? Ja, kommt drauf an, wer es macht, ne? Bei mir war es okay. Ja, war auch gut. Wie alt waren die Leute bei ihrem ersten Mal? Warte ganz kurz. Was schätzt du, wie alt sie war? 14. Oh, knapp. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Da hat gerade einer. Geworden. Gerade geworden. Da hat einer Ahnung von seiner besten Freundin. Wie alt warst du bei deinem ersten Mal? Hattest du nicht mein Bester. Bitte? Hattest du nicht mein Bester. Hattest du noch keinen? Nein. Du bist noch Jungfrau. Richtig. Dann lass dir gesagt sein. Mach mal. Lass dir ganz viel Zeit. Ja. Warte auf die richtige. Jo. Und dann richtig. Mach ich. Ne? Denk ich an dann deine richtig Worte. Loslegen. Ich denk dann an darfst deine du reinhämmern wie ein kleiner Presslufthammer. Alles klar. Wie alt warst du? Ich war. Halt! Was schätzt du, wie alt er war? 16. Ich weiß es selber nicht genau. 15 oder 16. Ah, okay. Also ihr fangt hier schon auch früh an, ne? Ob das früh ist, weiß ich nicht jetzt, aber... Okay, aber im Nachhinein betrachtet völlig in Ordnung gewesen für dich. Ja. Wie alt bist du? 17. 17, ja. Dann wirklich noch ein, zwei Jahre und dann richtig loslegen. Alles klar. Und wenn du dein erstes Mal hattest, schreibst du mir auf Instagram und dann gibst du mal ein kleines Feedback. Mach ich. Ich will wissen, wann dein erstes Mal war. Mein erstes Mal? Ja. Wie alt warst du da? 15, 16. Okay. Das war quasi gestern. Kannst du da jetzt noch einmal ganz erotisch in die Kamera gucken? Dein erotischster Blick? Das ist dein erotischster Blick. Komm, einmal ganz kurz so wegdrehen und dann guckst du in die Kamera, so erotisch wie du nur kannst. Pass auf, bei drei. Eins, zwei, drei. Wir wollen heute wissen, wie alt die Leute waren bei ihrem ersten Mal. Oh, das ist eine gute Frage. Ja, erzähl mal. Da war ich 20 Jahre alt, ja. 20? Du bist 20? Ja. Nee, ich war 17. Warte, ich hab mich 17? Was denn nun? Nee, ich war 17, alles du gut. Du warst 17? Ja, genau. Okay. Würdest du im Nachhinein sagen, war okay so vom Alter her? Ja, also ich muss vom Alter sagen, es war gut, ja. Hattest du dein erstes Mal schon? Ja. Wie alt warst du da? 16. 16. Ja, also wie alt bist du jetzt? 17. 17, okay. Was würdest du sagen, war gut? Ja. Skala 1 bis 10? 10, also wirklich 10. Richtig gut, ja. Hast du abgeliefert? Ja. Super, okay. Und wir fragen, wie alt die Leute waren bei ihrem ersten Mal? 15. 15, das heißt mit deinem jetzigen Freund auch? Ja, korrekt. Du bist die Erste, die heute Abend mit ihrem Partner oder Partnerin noch zusammen ist, die das erste Mal hat. Das war schön. Kannst du mal so erotisch wie nur möglich in die Kamera gucken? Ich hoffe, das war erotisch genug. Okay, hat er abgeliefert? Natürlich, liefert immer ab. Nach 3 Jahren immer noch sehr gut. Hast du eine Freundin? Ja, tatsächlich schon. Du hast kurz überlegt. Nein,
weil wir sind offiziell noch nicht zusammen. Wie alt wart ihr beim ersten Mal? Gar nicht? Ja. Hattet ihr beide noch nicht? Nein. Ah, okay. Dann, ja. Lasst euch Zeit. Ja. Lasst euch viel Zeit. Ich schätze ein, du bist hier der kleine Aufreißer auf dem Dorf. Nein. Nein? Nein. Ich bin eigentlich ein ganz ordentlicher. Was bist du? Ich bin eigentlich ein ganz ordentlicher. Ganz ordentlicher? Ja. Sicher? Ja. Ich glaube, du bist so ein kleiner, schlimmer Finger. War ich mal. So, wir fragen heute die Leute, wann sie ihr erstes Mal hatten, wie alt sie da waren. So. Jetzt darfst du gerne mal erzählen. 16. Du warst 16? Ja, klar. Okay, wie steht ihr im Verhältnis zueinander hier? Was ist das? Das ist meine Schwiegermutter. Schwiegermutter, jawoll! Ja. Also wie alt warst du bei deinem ersten Mal? Mit 15. Wann wir unser erstes Mal hatten. Ja, genau. Wie alt warst du bei deinem ersten Mal? Aber bevor du das erzählst, darf er gerne einmal schätzen. Also du. Wie alt war sie bei ihrem ersten Mal? Ich glaube, sie verhütet ja mit ihrem Gesicht, also ich glaube 27. Wie war dein erstes Mal so? 1 bis 10? 10 ist super geil. Nee, war schlecht. War scheiße. Na, scheiße nicht, aber schlecht. Weil ich hatte keine Erfahrung. Ah, okay. Aber war trotzdem schön, weil es halt mit meiner Freundin war. Nach wie vielen Minuten warst du fertig? Das kann ich jetzt nicht so ganz genau sagen. Das war schon sehr kurz, oder? 3 Minuten vielleicht? 3 Minuten? Naja, immerhin, Tiger. Was würdest du denn schätzen, wie alt deine Schwiegermama bei ihrem ersten Mal war? Ja, auch so 14 bis 16. Oder? 14 bis 16. Liegt er damit richtig? Ja, okay. Ich bin gespannt, wie viele Frauen du hier heute Abend noch abschleppst. Ich glaube gar keine. Ich glaube nach wie vor, du bist der kleine Playboy hier. Aber schön, dass du das sie so denken. Ja. Sehr geil! Yeah! So, jetzt darfst du noch mal sagen, wann du dein erstes Mal hattest. Auch mit 16. Auch mit 16. Ja. Sag mal, hattet ihr das hier alle zusammen, oder? Jetzt darf ich dich mal fragen, wann hattest du dein erstes Mal? Mit 17. Mit 17? Ja. Spätsünder. Ich hab euch schon die ganze Zeit im Auge. Ihr könnt euch ruhig mal ein Zimmer nehmen. Ja, machen ja, wir. Heute Abend noch. So, und dann richtig zur Sache gehen. Und wenn ihr zur Sache geht, einmal kurz an mich denken, bitte. Mach ich. So, das war's hier vom Ewig Jung Festival. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schaltet unbedingt beim nächsten Video wieder ein. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. All diejenigen, die das bisher noch nicht gemacht haben, unbedingt mich unterstützen, meinen Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns nächste Woche im nächsten Video wieder. Bis dahin, macht es gut. Ciao.